Hallo, so, weiter geht's mit der Spanien-Rundfahrt und ja, wir sehen die Gesamtwertung nach zwei Etappen. Wout van Aert führt vor Almeida, also Almeida jetzt schon ziemlich weit vorne, einer der Top-Favoriten, genauso wie Roglic, auch weit vorne. McNulty, der ja gestern das Zeitfahren gewonnen hat, sehr stark unterwegs gewesen, aber ich komme gleich mal auf das Ergebnis von gestern zu sprechen. Ansonsten, ja, Adam Yates, Carlos Rodriguez, Kjell Mose. Ja, da sind so die restlichen Favoriten. Enric Mas, 1,27 zurück. Muss schon ein bisschen was aufholen. Naja, gucken wir mal, wie es dann weitergeht. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. So, jetzt ist eigentlich erstmal eine flache Etappe. Das heißt, hier könnten tatsächlich mal Sprinter was zu tun haben, aber es gibt eigentlich nur einen wirklichen Sprinter, ja. Coquard, okay, Groves und Van Aert, wenn man ihn als Sprinter zählt. Viel mehr Sprinter gibt es dann schon kaum. Und ansonsten, ja, oh, jetzt ist natürlich Enric Mas in Topform. Es ist natürlich wieder mal sehr, sehr gut. Ansonsten, Sprint habe ich jetzt auch niemanden dabei. Kanal, ja. Kanal höchstens. Hello and welcome to all. Given the profile of today's stage, it's clear that the sprinters will have ambitions for victory. It would be very surprising if they don't harness their teammates to target a mass sprint in the streets of Lavore. So, dann darf ja Lascano, dann können wir Oliveira Mass schützen. Und Arcas schützt. Kanal macht er schon. Okay, I'm coming to protect you. So, ja, auf der Etappe wird wahrscheinlich dann nicht so viel passieren. Schauen wir dann mal auf die nächste. Die wird dann schon das erste Mal richtig interessant. Ja, also, um dann nochmal drauf zu kommen, für gestern die Etappe. Das Zeitfahren bei der Spanien-Rundfahrt war schon vom Ergebnis ein wenig überraschend, dass McNulty gewonnen hat. Okay, er ist ein super Zeitfahrer, dass er gewinnt. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass Josh Tarling nur Fünfter, ich glaube sogar nur Fünfter war es zum Schluss wird. Hätte ich auch nicht gedacht. Und aus deutscher Sicht, Lipowitz, Florian Lipowitz, ein starker, wirklich sehr, sehr starker 12. Platz. Wer hätte das gedacht, in so einem kurzen Zeitfahren, komplett flach, so gut. Das lässt doch vielleicht drauf hoffen, auf die nächsten Etappen dann in den Bergen auch, dass die Form wirklich gut ist. Ansonsten Roglic, ja, solide, sage ich mal, Platz 8 oder so, also 16 Sekunden zurück. Ansonsten Almeida stark, aber auch nur, wenn man jetzt mal auf Lipowitz das sieht, auch nur 2 Sekunden schneller als Lipowitz zum Beispiel. Ja, auch Roglic ist, glaube ich, jetzt nur 3 oder 4 Sekunden schneller gewesen, auch nicht wirklich viel. Ansonsten, ja, Wout van Aert knapp geschlagen. Wacek war stark. Ja, und der Gesamtwertung muss man halt schauen. Enric Mas ist, glaube ich, ein gutes Zeitfahren gefahren. Er könnte tatsächlich der Gesamtwertung eine sehr gute Rolle spielen. Man muss jetzt natürlich auch schauen, was Roglic macht, wie die Form aussieht. Also, ja, man kann jetzt nach dem Zeitfahren noch nicht wirklich sehr viel sagen. Ja. Mal abwarten, die nächsten Etappen. Es wird auf jeden Fall hochinteressant und es ist offen, wirklich sehr offen, der Ausgang. Ja. Mal schauen. Gut, aber gucken wir jetzt mal hier weiter. Jetzt haben wir hier einen Kategorie 3 Berg, aber der wird hier niemanden abschütteln, glaube ich. So, dann können wir nochmal die Verpflegung ja dann zu uns zu sich nehmen. So, jetzt kommen wir dann gleich ins Ziel. Achso, er hat Okay, schon. I'll consume a feed.
Ja, ich versuche trotzdem mit Kanal zu sprinten. Probieren kann man es ja mal. Jetzt habe ich aus den auf Enrikmas gewechselt. Wollte ich nicht. So. Skelmose. Von dabei. Drei Kilometer noch. Mal eine engere Kurve hier, obwohl ne, so eng ist die nicht. Ups. Es geht leicht berghoch. Das war gut, die Kurve für mich. 1,6 Kilometer Heiduck, relativ weit vorn. Ah, jetzt war ich, glaube ich. Ahrensmann hatte mich auch aufgehalten. Tja, Groves gewinnt, so wie es aussieht. Ach, schade, schade. Aber ich glaube, für einen Sieg wäre es schon eher schwierig geworden. Groves for Strong, Kop K von Art Marit, aber yes. Ja gut, alles in Ordnung. Weiter geht's, gleich mit der nächsten. Und jetzt wird's natürlich schon das erste Mal richtig spannend. Und das schon an der zur vierten Etappe. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Roglic natürlich, Landa, Sepp Kuss. Die Favoriten, naja. Also die Helme, muss ich ehrlich sagen, die auch, ich weiß nicht, wer sie alle hatte. Bei FISMA sind sie mir jetzt bloß aufgefallen. Die Zeitverhelme, die sind ja mehr als hässlich. Also da sollen sie mal irgendwas machen. Das gefällt mir gar nicht. Geht zwar natürlich um die Aerodynamik, aber irgendwie sieht es echt, naja, aus. So, Enric Mas leider in Normalform bloß, Rubio in sehr guter Form. Auch Lascano, aber Lascano, naja, bringt mir jetzt nichts. Er ist jetzt am Berg nicht so gut, dass er da vorne mitfahren kann. Jair Quintana ist eigentlich derjenige, der hier nur Helferarbeiten leisten kann. Und gucken wir mal, was Rubio hinbekommt. Größere Gruppe ist erstmal weg, das stört mich nicht. So, FISMA und Bora, so wie es aussieht. Red Bull Bora machen Tempo. Ja, also ich bin gespannt. Landa, Enric Mas bei der Spanien-Rundfahrt könnten wirklich Mitfavoriten sein. Wenn sie immer ihre komplette Leistung abrufen, müssten sie wirklich vorne mitfahren. Ansonsten natürlich Roglic. Naja, wir werden sehen. So. Vielleicht gibt es auch noch irgendwelche Überraschungen, wie Rubio hier zum Beispiel von Movistar. Oder andere Fahrer, das wäre natürlich auch wirklich, wirklich interessant.
So, hier haben wir den Tourmalet mit einem schweren Anstieg. Ja, das Tempo ist hoch. Man sieht schon, das ist sehr, sehr hohes Tempo. Uiuiui. Jetzt haben sie ein bisschen ausgenommen, jetzt wird es wieder schneller. Jetzt muss ich hier mal verpflegen, die ersten. Eigentlich kann ich alle verpflegen, auch Henrik Maas. Puh. Fallen jetzt schon etliche Fahrer zurück. Ich hoffe, ja mal Quintana hält sich noch ein bisschen. Gut. Nächster Anstieg. FISMA macht weiter Tempo mit UAE jetzt. So, jetzt geht es den Anstieg auch richtig hoch. Auch ein 17 Kilometer langer Anstieg. Boah. Gut, der hat eine kurze Abfahrt zwischendrin. Die könnte mir ganz gelegen kommen. Aber sind alle drüber gekommen ohne Verpflegung? Sehr schön. So, und dann kommt gleich zum Schlussanstieg. Da wird es dann spannend. Noch ein bisschen flach. So, jetzt geht's hoch. Gogan Hart dabei. Carlos Rodriguez, ja. Auch eigentlich einer für die Gesamtwertung. Ja, aber ja, schon mal Rubi und Ascano hier. Puh, viele Fahrer dabei, Van Aert im roten Trikot. Champion of Italy in 2022 and stage winner on the Giro, Filippo Zana is happy when the road starts to rise. Keplinger, auch starkes Zeitfahren gefahren. Aber Van Aert, der hält noch gut mit. Aber der kann lange mithalten. So, Quintana mit Problem, Adria. Breakaway increases its lead on the red jersey group. Sechs Kilometer noch. So, wer greift an? Roglic, Almeida, Van Aert versucht mitzugehen. Ich gehe auch mit. Oder versuch's zumindest. Was war das? Virtual lead of the overall standings.
So, Landa, Almeida. Ich werde es nicht übertreiben. Es sind noch 5 Kilometer, das ist noch viel. Ich habe zwar noch Verpflegung. Sepp Kuss. Rodriguez kommt ran. Kilometer. Roglic ist natürlich ist vermutlich eine Klasse für sich. Rodriguez macht einen guten Eindruck. 3,8. Kommt gleich kurz flach. So, nach dem Flachstück verpflege ich mich dann. From the finish, no one has managed to gain the upper hand. If no one attacks, it will be decided in the sprint. So, wer ist alles dabei? Alexepkus, Ciccone, nee, Georgian Hart ist noch dabei, stark. 2 Kilometer auch. Jetzt machen wir da auch nochmal das voll. Hinten, die Gruppe ist auch noch nicht so weit weg. Mit McNulty, Vlasov und 18 Fahrer, große Gruppe. Ah, jetzt fällt die auch ein bisschen auseinander. Jetzt kommt jemand von vorne zurück. Zana, ah, der war noch ursprünglich aus der Ausreisergruppe. Roglic und Landa, die fahren zusammen. So, jetzt kann man eigentlich alles geben, glaube ich. Dort vorne geht es nochmal um die Kurve rum. Roglic gewinnt. Geht noch hier um die Kurve rum. Jawohl. Gut. Ja, passt. War okay. War leider, also Roglic, ich glaube, der wird nicht zu schlagen sein. Mal sehen, wie er wirklich jetzt bei der Vuelta fährt. Vielleicht hätte man ihn an einen Punkt schwächer machen müssen am Berg. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall ist Landa sehr gut mitgefahren. Das war schon mal stark. Auch mit Enric Mas jetzt bei der Form bin ich jetzt nicht unzufrieden. Ja, Roglic hat natürlich die Gesamtwertung übernommen. Das war klar. Puh, er hat sogar 30 Sekunden. 30 Sekunden hat Landa zum Schluss noch verloren. Felix Gall. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er noch da war. Stark gefahren. Ja, das wäre natürlich hervorragend, wenn er wirklich so fahren könnte oder würde. Almeida hat noch Zeit vor. Almeida war in einer ganz schlechten Form. Dafür ist er eigentlich noch ganz gut gefahren. Puh, also Almeida, wenn der die Form in die passt, muss man mal schauen. Ansonsten. Carlos Rodriguez, Carapaz, Enric Mas, 42 Sekunden. Ich bin im Soll, sage ich mal. Wout van Aert. Ganz stark gefahren. Sepp Kuss. Vlasov stark. Zana. Daniel Felipe Martinez.
Lipowitz, 2:43. Viele Zeit verloren. Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht ein bisschen zu schlecht ist. Godu Zeit verloren. Ciccone. Geoghegan Hart, der war am Anfang, der war zwischenzeitlich noch dabei. Aber dann doch noch eingebrochen. Ansonsten Lascano sehr stark. Rubio gut gefahren. Ja. Gesamtwertung. Roglic jetzt 33 Sekunden vor Van Aert und Almeida schon 1:17 zurück. Enric Mas 1:55, Platz 10 jetzt. Ja, dahinter ist alles eigentlich relativ eng. Ja, dahinter bleibt es spannend. Ich denke mal, der Sieg, der wird Roglic seiner sein. Aber dahinter wird es, glaube ich, schon spannend. Ich denke, zweiter Almeida und dann wird es ein harter Kampf um den dritten Platz. Mal gucken. Ja, ansonsten, ja, die Wertungen sind jetzt noch relativ uninteressant. War es das erstmal und dann geht's morgen mit der nächsten Folge weiter. Dann danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.